Herzlich willkommen wieder zurück zu Planetside. Immer noch, wie bei dem letzten Mal, da weiter halt, wo wir aufgehört haben oder wo wir gestorben sind. Let's do this. Okay. Gut. Die Höhe kann ich echt immer ganz gut abschätzen, muss ich ehrlich sagen. In der letzten Folge hier krampfhaft irgendwie versucht voranzukommen, aber irgendwie hat es ja doch nicht so ganz funktioniert. Mein Team. Oh. Oh. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Netter Skin. War das jetzt ein Scharfschütze? Ja, was? Sich unsichtbar gemacht. Oh Gott, mein Leben. Das war nicht clever von mir. Ich hätte mich da nur dran hinstellen sollen und nochmal bestätigen sollen. Dann hätte ich mich automatisch schnell geheilt. Na? Bleiben wir stehen. Scheiße. Okay. Oh mein Gott. Voll erwischt. Mist, Mist. Ich gehe mal als Engineer rein und versuch mal. Die Terranen der Terranischen Republik haben Endor eingenommen. Gut. Nein, nicht gut für uns, aber gut zu wissen. Oh, bei so einem schönen Nachthimmel zu fighten ist doch ein bisschen gemein, oder? Mit mehreren Monden. Geil, jetzt bin ich Ingenieur und bin jetzt gleich tot. Damit kann man echt nichts machen. Okay, wo können wir jetzt hier rein? Oh shit, weiter hinten ordentliches Gemetzel. Jetzt wird's laut und sehr durcheinander. Na gut, vielleicht jetzt nicht so laut, weil ich die Lautstärke des Spiels angepasst habe. Für euch, so dass die Ohren euch nicht wegfliegen. Ich dachte, hier sei gerade ein bisschen mehr los. Warte mal. Was für ein Witz. Okay, mit der Überzahl von meinem Team. Wir haben die Einrichtung erfolgreich verteidigt. Gut. Die restlichen Prozente sind wahrscheinlich irgendwelche Spies, die irgendwo in der Ecke rumlungern. Und nur auf ihren Einsatz warten, jemanden abzustechen. Wie ich, weil ich hier blöde nur rumstehe. Ups. Das war dumm von mir. So, und wo jetzt sind? Jetzt sag mir bloß nicht. Oh Gott. Okay, ich muss mal einen Point setzen, fällt mir gerade mal so ein. Wo ist der Point? Da ist der Point. Flora lässt mich nicht durch. Immer schön danken, wenn jemand stehen bleibt. Schön mitfahren kann. Gehört sich auch so. Wow, jetzt geht dasselbe Spiel wieder von vorne los.
da verreckt und hier jetzt wieder an diesen Stein. Wieder weitermachen. Hoffentlich funktioniert dieser Angriff jetzt besser. Es kommt echt auf das gesamte Team an, sonst kann es ein bisschen Käse werden und ich hab jetzt keinen Raketenwerfer. Könnt ja meinen, dass dieses Schild, wo der Panzer drauf ist, dass man nur mit dem Panzer nicht durchfahren kann. Naja. Ist halt leider für alle Fahrzeuge. Außer für sowas, für Spawn-Beacons. Oder für Spawn-Points. Was ich nicht so ganz verstehe. Ah, das Schild kann auch nützlich sein für uns. Ich will jetzt nicht da rein. Okay, vielleicht. Viel zu viele Panzer. Das Blöde ist, eigene Granaten gehen so nicht durch. Da muss ich schon durchlaufen. Bin gerade an überlegen, was ich mache. Vielleicht ins Spawn-Beacon erstmal irgendwie. Scheiße, hier gibt es keinen Aufgang nach oben. Nein, aber auch keine Gnade. Wo? Oh, okay. Ich sag ja, ein Sniper muss nur in der Ecke rumstehen und warten. Was zum einen wahrscheinlich auch ziemlich langweilig werden kann. Fragezeichen. Gut, dann mal wieder die Klasse gewechselt. Verdammt! Den will ich jetzt aber. Ist mir egal, für einen Typen eine Nade reinhauen. Nein. Oh, come on. Das kann ja nicht sein, dass ich den nicht irgendwie gekriegt habe. Ist denn extra. Einer aus meinem Team helfen, ja. Imprimieren. Egal. Es gibt ja noch Millionen weitere, die man geschnetzelt kann. Oder ich werde geschnetzelt. Das kann man so oder so sehen. Ja, komm. Ach, scheiße, ich dachte, das Tor sei jetzt deaktiviert. So viel Smoke. Boy. Zu viel. Zu viele Fallen am einen Fleck. Das Problem ist, ich muss daran vorbei. Wenn wir das Schild von diesem Tor da knacken wollen, müssen wir halt oben den Generator platt machen dafür. Ja, Medic hilft gern, aber manchmal ein bisschen zu gern. Aber egal, bei so einem Gefecht ist das zu verkraften. Good, good. Feindlicher Heli auch noch. Oh, das Mutterschiff von den Lilanen ist ja immer noch aktiv. Boah, die Roten haben es aber auch gerade nicht sehr leicht.
gehen wir mal zurück. Das scheint in der Base da ordentlich abzugehen. Hat man ja am Anfang gemerkt. Diese Pads finde ich so super. Bring dich schön nach A nach B und brauchst nicht viel zu laufen. Müssen wir die nur hart zurückdrängen. Ne, warte mal. Jetzt die ich bin gerade ein bisschen verwirrt, mit welches Gegner-Team wir gekämpft haben. Ein wenig. Dabei haben wir die ganze Zeit mit den Lilanen gekämpft. Aber jetzt habe ich mich irgendwie wieder gefangen. Wenn nur einer in der Ecke steht und Tausende kommen vorbei, ist diejenige Person ein kleiner Nachteil, ist auch klar. Wird ja hart gepusht. Von wie vielen auch immer. Gut. Ja, gut, endlich. Kann ich eine Base wenigstens ein bisschen machen. Zumindest einer von vielen. Schutzschildgenerator kritisch. Könnt ihr auch noch mehr Flora genießen, als es ohne Enchant hier ist. Oh, das wird jetzt eng. Komm an, direkt ist es unser. Super. Unser Ziel, genau. Take this. Ouch. Fragt sich nur, wie lang. Okay. Problem ist, ich will keinen Teamkameraden erwischen. Weil Team Damage ist aktiv. Oh, das hätte jetzt so schön werden können. Bam, 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 bam. So. Ich hab mich abstechen lassen. Super. Böser, böser Spy. Ja, jetzt sieht das aber nicht mehr so gut aus. Oh Gott, 71%. Oh. Jetzt kommt auch noch dieses Mörderschien. Going. Dead. Na, jetzt lässt sich so mein Team so hier hängen gerade. Granate los!
Ja, super. Wir sollten unbedingt gasen hier. Verdammt. Ist doch ein... Oder war zumindest ein Beaker gewesen. Meine Raketen baust. Oh shit. Lass mich in Ruhe, Panzer. Oder wer auch immer. Scheiße. Okay. Was ist das? Komisches Symbol. Auf dem Buschwerk. Boah. Nein, ich habe keine Granate erwischt. Nein. Sie sind in einem Sperrgebiet. Wir haben die Einrichtung verloren. Verdammt. Okay, dann würde ich meinen, auch wenn das echt heavy ist, hier hinzugehen. Vanu-Skype entdeckt. Sicher Skype gesichtet. So, dann gehen wir mal wieder als Sanitäter rein. Skype im Einsatzgebiet. Ups. Hat's aber schön gemacht. Habe ich zwar noch nie so gesehen, aber trotzdem sehr schön. Nur wo darf ich mich wieder entsenden, betätigen? In den Wahnsinn. Aber irgendwie gefällt mir der Wahnsinn auch. Zwischendurch aktiviere ich auch die Fähigkeit des Sanitäters ganz gerne. Da heile ich Leute in der Umgebung. Wir wissen Radius zwar. Aber klappt. Nur meines Erachtens geht diese Fähigkeit immer viel zu schnell alle. Kann ich nicht alle heilen. Und eine Kombination heilen plus Faden heilen. Keine Ahnung. Ja. Reines Chaos hier wieder. Oh Gott. Nee. Wie die Leute hier auf der Karte fliegen können, ist mir ein Rätsel. Gut. Ich bin noch schlechter. Ich glaube, was ich noch hinbekommen würde, ist gescheites Panzerfahren. Ja, je nachdem. Wie viele sind denn hier? Oh Gott, von allen drei Fraktionen. Gott. Also, nur wenn man als Medic spielt, kriegt man eigentlich auch ohne XP-Boost schon ziemlich viele Punkte, um sich hochzuleveln.
gerade am Anfang. Wie ihr seht, reines Chaos. Und wie kommt man mich jetzt beschießen? Das ist so eine ungünstige Position, die wir hier erwischt haben. Zu viele Nades! Alter, man kann es auch mit den Nades übertreiben. Oh shit. Ich wollte gerade noch eine eigene Granate schmeißen. Im Falle des Falles hätte ich auch irgendwen erwischt. Scheiße. Ja, puh. Netten Beaker mitten auf dem Berg. Super. Hoffentlich komme ich ja runter. Oh oh. Das war ein bisschen zu schnell. Ah, ich habe es aber trotzdem noch geschafft. Den Run machen wir jetzt als Medic noch und dann wäre die Folge schon wieder vorbei. Nein, ich will jetzt aber nicht direkt schon sterben. Nein! Ist doch kacke! Ich werde sowas von sterben. Nein! Okay. Gut. Dann wäre es das auch wieder für diese Folge gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder in der Planetside-Action dabei wärt. Haut rein und habt noch einen schönen Tag.